Ein wunderschönes Moin Moin, hier ist der Angelus. Ich begrüße euch hier auf meinem Kanal zu einem neuen Video und einem neuen Let's Play Projekt. Es geht los heute mit Gears 5. Der fünfte Teil der Gears of War Reihe ist jetzt endlich erschienen. Es heißt jetzt nur noch Gears 5 und nicht mehr Gears of War. Naja, den vierten Teil gab es ja auch auf meinem Kanal als Let's Play zu sehen. Das war 2016. Wir mussten wieder 3 Jahre warten, bis die Story jetzt weitererzählt wird mit Kate und JD und so weiter. Die neue Generation an Gears sozusagen. Ja, die alte Generation von Gears 1 bis 3. Das sind jetzt alte Männer. Marcus Fenix, da war immer noch dabei gewesen im vierten Teil. Vielleicht werden wir ihn jetzt auch im fünften sicherlich auch noch wiedersehen, wie Bird und so weiter. Die ganzen alten Hunde aus Gears 1 bis 3. Ich habe alle Gears of War Teile gespielt. Auf meinem Kanal gab es aber nur den vierten jetzt, weil davor hatte ich bei den alten Teilen noch gar keinen YouTube-Kanal und so weiter. Aber ich kenne da die ganze Spielereihe und bin immer Fan gewesen von Gears. Und der vierte Teil, wo sie dann diesen Generationswechsel vollzogen haben mit dem Sohn von Marcus Fenix und so, hat mir sehr gut gefallen. Das war so gut inszeniert, die Kampagne. Und für mich war klar, ich muss Gears 5 auch spielen und damit geht es jetzt heute los. Und ja, vielleicht habt ihr auch Bock, hier Gears 5 auf meinem Kanal mit mir zusammen zu durchleben, mit der Geschichte, wie es mit Kate weitergeht. Sie hatte am Ende vom Gears 4 ja ihre Kette da von ihrer Mutter bekommen. Und die Kette stammt von ihrer Großmutter und da war ja ein Locust-Zeichen drauf. Und da bin ich echt gespannt, wie die Geschichte weitergeht. Hier sehen wir sie schon, Kate, mit der Rüstung von Anya, die sie von Marcus bekommen hat. Ich hab Bock drauf. Also, kleine Information noch, das Spiel ist freigegeben ab 18 Jahren, hat eine USK-Wertung ab 18 bekommen. Nochmal das als Hinweis, gibt hier ein bisschen, Action-Baller-Szenen, bisschen Blut auch noch dabei. Deswegen das als kleiner Hinweis, es ist ab 18 das Spiel. Und ja, wenn ihr Bock habt, schaltet hier gerne täglich ein bei Gears 5. Und ich gehe jetzt auf Kampagne und dann geht's gleich los hier mit der Action. Und ich wünsche euch viel Spaß schon mal mit der Einleitung von Gears 5. Was bisher geschah? Früher haben wir Chorsiedlungen beschützt, jetzt überfallen wir eine. Non-Cons begehen halt Überfälle. Lieutenant, Sie waren fleißig. Unser Dorf hat seit Wochen keinen Strom. Wir brauchen diesen Fabrikator. Der verfluchte Fabrikator interessiert mich nicht. Sie entführen meine Leute. Was ist passiert? Die kurze Version. Die Chor ist auf dem Weg. Ihr habt versprochen, dass ihr den Fabrikator stehlt, ohne Jin zu provozieren. Das hat nichts mit dem Fabrikator zu tun. Was habt ihr getan? Jin beschuldigt uns, wir würden ihre Leute entführen. Was auch immer das bedeutet. Bringt den Fabrikator zum Kraftwerk und installiert den Wechselrichter. Du weißt, dass Jin zurückkommt, oder? Wir müssen hier weg, sofort. Mom! Kate, hör zu! Versteck dich und dann verschwinde! Hey, ihr wisst genauso gut wie ich, dass er uns helfen kann. Unser Dorf wurde angegriffen. Und meine Mutter wurde entführt. Entführt? Dad, du solltest dir das hier ansehen. Scheiße. Leute! Ich dachte, ihr lauft nicht vor der Chor davon. Ja, das entsprach nicht so ganz der Wahrheit. Wir müssen durch diese Festung zur verlassenen Osmium-Mine auf der anderen Seite. Weil die Chor da nach dem Krieg ein paar tausend Locust-Leichen verschüttet hat. Wenn euer Schwarm mit den Maden zu tun hat, finden wir es dort heraus. Nein! Sie entführen Menschen und benutzen sie. Und wenn wir ihn nicht zurückholen können? Dann sind wir wohl auf uns allein gestellt. Scheiße. Das muss der Ort sein, wo diese Biester herkommen. Und wohin diese Häscher gehen? Mein Vater lebt. Und er ist da unten. Ich war in ihrem Netzwerk. Dieser ganze verdammte Schwarm. Hier ist alles verbunden. Die Locusts sind nicht tot, James. Kate, deine Mutter. Sie lebt. Wo ist sie?
Sie wird nicht wie die anderen behandelt. Keine Kapsel. Wenn ihr mich befreit, sterbe ich. Schon okay. Sie wollte, dass du sie bekommst. Die gehörte meiner Großmutter. Hab sie nie kennengelernt. Schöner Rückblick nochmal auf Gears 4. Ja, wenn ihr das noch nicht kennen solltet, ich verlinke euch das gerne nochmal am Ende in der Zusammenfassung oder in der Infobox, falls ihr das Let's Play nochmal schauen möchtet. Falls ihr Gears of War auch gar nicht kennen solltet, könnt ihr auch ruhig mit Teil 4 einsteigen, da es da eine neue Geschichte gab, sozusagen mit der neuen Generation, mit den jüngeren Leuten, kann man da auch gut mit einsteigen. Also der vierte Teil, ne, wenn ihr Lust habt, schaut da gerne nochmal rein im Let's Play. Ich würde mich freuen. Und wenn ihr hier Bock habt auf Gears 5, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr Spaß habt hier beim Zusehen, beim Let's Play. Die Zusammenfassung war auf jeden Fall nochmal cool, auch für mich. Liegt ja jetzt auch schon wieder 3 Jahre zurück, das letzte Spiel. Ja, wir haben gesehen, wie der Schwarm Menschen umwandelt zu neuen, ja, mutierten Locust-Wesen. Keine richtigen Locust mehr, sondern die Locust werden ja auch mitverarbeitet. Der Schwarm, das ist die neue Bedrohung. Das ist ein sehr cool gemachtes Intro bisher, ey. Nicht schlecht. Und eben auch noch gesehen, wie Kate leider ja ihre Mutter verloren hat, aber dann die Kette erhalten hat von ihrer Großmutter mit dem Locust-Zeichen drauf. Hoffentlich wird das Geheimnis hier gelüftet jetzt in Gears 5. Ein Albtraum war das. Nice. Kate ist nicht bereit für das. Sie kann ja kaum die Augen aufhalten. Mach dir keine Sorgen. Sie schafft das. Okay. Wir sind fast bei Baird's Koordinaten. Willkommen in Azura. Wann hast du das letzte Mal geschlafen? Gestern Nacht. Bestimmt 8 oder 9 Minuten, ja. Albträume? Wird es je besser? Es wird erträglich. Alles klar, legen wir mal los. Kommt schon, wir müssen uns einhaken. Und wer springt zuerst? Definitiv nicht du! Dell, mir geht's gut, okay? Ja, ist schon klar. Oh, Scheiße. Danke, Dell. Sam, wir steigen aus. Verstanden. Wir warten hier oben auf euch. Wir sehen uns. Hey, Dave, kommst du? Alles klar, Zentrale. Wir gehen rein. Okay. Zentrale? Echt jetzt? Ich habe einen Namen. Zentrale. Regeln sind Regeln, Baird. Ich meine, Zentrale. Und wir brechen schon jetzt genug von Ihnen. Was Jin nicht weiß, macht sie nicht heiß. Das ist meine Entscheidung, okay?
Wenn es der Ministerpräsidentin nicht passt, kann sie mich ja anschreien. Vermutlich wird sie das sowieso tun. Sag uns einfach, wohin, Zentrale. Ich werde mein Bestes geben. Aber denk dran, da war seit 20 Jahren niemand mehr drin. Ja, ganz offensichtlich. Sie soll keinen auskaufen, sondern einen alten Prototyp des Hammers der Morgenröte starten. Und laut deinen Informationen ist eins der Silos noch intakt, oder? Ja, soweit sie das beurteilen können. Bring Dave in einen Kontrollraum. Der regelt die Startsequenz. Gut, wir sind in Azura. Die wollen den Hammer der Morgenröte wieder reaktivieren. Wahrscheinlich gegen den Schwarm dann. Okay, ich gehe nochmal kurz in die Einstellung. Die Videosequenzen scheinen hier noch ein bisschen andere Lautstärke zu haben als der Rest des Spiels. Hier, Filmsequenzen auf 10. Das war eben ganz schön laut. Ich mache das mal auf 7 oder 8 so. Machen wir auf 7. Den Rest. So, Sound ist mir ja wichtig, die Einstellung. Dass man alles gut hören kann. Okay, hier gibt es gefundene Sammelobjekte 26 und Komponenten gefunden 16. Aber doch nicht hier im, wahrscheinlich im ersten Akt, oder? Oder Kapitel. Okay, wir sind da. Gears of War. Yay. Guck mal, wie schön das hier aussieht, ey. Ist Azura nicht die Stadt, die auch die untergegangen ist von dem Wurm und so? Könnte hier so ein Wurmloch sein? Oder dass der Hammer hier ein Loch reingebrannt hat, wo wir hier reingekommen sind? Aus den Kriegszeiten noch. Oder Gears 2. Bin mir nicht sicher, wie die Stadt da hieß. Ist ja alles schon ein bisschen älter. So. Aber ganz schön grün hier. Wir müssen rein. Und wir spielen hier am Anfang ein wenig mit JD. Ich hätte ja schon gedacht, dass wir irgendwie wieder, dass wir Kate spielen. Aber es kommt vielleicht noch. Kate aber ein wenig, Mangel an Schlaf, ne? Sie ist nicht sehr konzentriert. Hoffentlich macht uns das keine Probleme. Dave, Licht. Ja, Dave, geh mal vor. Denk daran, auf dieser Insel gibt es eine große Locust-Grabstätte. Wenn sie schlüpfen, wird uns der Schwarm überrennen. Das ist meine Art, zurück nach Azura zu kommen. Ja, aber wenn die Satelliten im Orbit sind, können wir dem Schwarm von dort aus einheizen. Ah, wenn Marcus Phoenix sagt, zurück in Azura, dann waren wir hier auf jeden Fall schon mal in den älteren Teilen. Teil 1 oder 2 auf jeden Fall. Cool. Aber die Locust-Grabstätte könnte Probleme bereiten. Hey, komm zurück! Scheiße! Was zum Teufel? Er sei ja ziemlich brüchig. Einsturzgefahr. Wie durchsucht man einen Ort, der einstürzt? Schnell! Schnell! Na los, über die Kante. Bairds Plan, von hier einen Satelliten zu starten, das ist bescheuert. Bescheuerte Pläne sind irgendwie Bairds Spezialität. Woher wusste Bird überhaupt, dass es hier einen Satelliten gibt? Von meinem Dad. Vor seinem Tod hat er Baird in ein paar Chorgeheimnisse eingeweiht. Davon gibt's auf dieser Insel eine Menge. Gears of War 3, da ging's um Marcus Phoenix, seinen Vater. Okay. Hey, hier drüben. Könnte nützlich sein. LT und X, damit Bert sie unter... Was wollte der denn nehmen? Die Kisten da drüben vielleicht? Ah, das ist ja cool. Hey, ich stehe mir hier im Weg. Dave, bring. Dave, bring. Hol das Stöckchen, Dave. Komm schon. Dankeschön, das ist brav. Fein hast du das gemacht. Das ist aber noch mehr. Dave, bring Munition. Nimm doch alles mit, was da drüben ist. Dauert ja voll lange, wenn er alles einzeln holen muss. Okay. Man hat jetzt mehr Interaktionsmöglichkeiten mit Dave in dem Teil. Das gab's auch noch nicht. Die haben aber noch eine Schippe draufgepackt, was Grafik angeht, glaube ich, im Gegensatz zum letzten Teil. Ziemlich schick. Mit Leichen hätte ich nicht gerechnet. Nur eine Handvoll hat es lebend aus Azura geschafft. Ja.
Noch ist es ruhig, aber wir wissen ja, Gears of War kann jederzeit die Action ausbrechen. Knarre gekriegt. Ah, das ist ein Sammelobjekt hier, ne? Azura. Wellness-Werbeplakat. Sie sind es wert. Nur sie können die Zukunft der Menschen, der Menschheit sichern. Sollten sie einmal Angst, Zweifel oder Schuldgefühle plagen, dann stehen wir ihnen rund um die Uhr mit professionellen Therapeuten für ein Gespräch zur Verfügung. Das ist aber nett. Wir müssen da durch. Kettensäge. Jawohl. Okay, gute alte, los geht's. Gute alte Lancer wieder am Start hier. Bleibt stehen! Da kommen noch mehr! Jetzt werden die Einstürze aber immer schlimmer, ey. Nur weil wir jetzt hier drin rumlatschen? Das war doch die letzten Jahre auch alles super. Das ist wie bei Indiana Jones, ne? Sobald Indy reinkommt irgendwo, geht alles kaputt. Sieh an. Dave, sende einen Impuls und dann sehen wir mal, was wir hier haben. Aha. Na, da sind sie. Ja. Sie ziehen wir sich schon durch die Wand, das ist ja lame. Es ist ganz schön dunkel hier. Wie willst du das machen? Ich kümmere mich darum. Wir machen es lautlos. Okay. Okay, schalten wir sie aus! Wer hat sich da gezeigt? Warum seid ihr, habt ihr euch nicht versteckt, ihr Vögel, ey? Anhöhe links! Flankiert sie! Hat sie das Nachladen versaut? Feind ausgeschaltet. Eine Splittergranate wäre gut! Hast du Granaten? Ich verschwende die doch jetzt mehr nicht. Mehr Drohnen! Soll mal herkommen, ich will hier einen Nahkampf machen. Okay. Hey, nicht zurückschießen. Noch einer übrig. Einer noch? Den schnapp ich mir. Lass den mir. Alles klar, das waren alle. Gott sei Dank, die haben wir. Es ist bestätigt. Die Azura-Grabstätte ist aktiv. Scheiße. Okay, komm nur in der Luft. Sagt Bescheid, wenn ihr Verstärkung braucht. Wir haben es vorerst im Griff. Delta Ende. Kommt schon, wir müssen eins der Silos finden, wenn der Schwarm sie nicht schon alle zerstört hat. Hey, ich denke, wir können hier runter. Ich komm ja. Okay, also auch hier in der Grabstätte hier ist der, verbreitet sich der Schwarm. Hier sieht man die ganzen Auswüchse, die sind ja alle miteinander verbunden mit dem Schwarmnetzwerk, mit dem neuen, und die holen sich hier aus der Grabstätte die toten Locust und machen sie wieder ganz, wieder mit Menschen-DNA, die sie auch noch abzapfen. Böse. Wo ist Kate? Wo willst du runter? Hier. Ach, durch den Schacht. Gut aufgepasst. Was? Mist, tut mir leid. Kopfschmerzen? Ich muss echt mal eine Runde pennen. Tja, okay, diese Kopfschmerzen sind... Mir geht's gut, okay? Finden wir das Silo. Das ist immer noch im Protokoll. Ja. Du siehst nicht gut aus. Wird schon. Sie ist halt immer noch in Trauer um ihre Mutter und dann plagen sie noch die ganzen Albträume. Zu viele aktive Schwärme. Hier sind überall Grabstätten geschlüpft. Ein Grund mehr, den Hammer online zu bringen. Hoffentlich sieht Jin das auch so. Ja, wieder hammermäßig aus hier, ey. Gestochen, scharfe Texturen. Mega. Ich spiele das auf einer ganz normalen Xbox One. Also ich habe keine X oder so, aber... Es sieht mega gut aus. Aber für alle anderen, die vielleicht keine Xbox haben, man kann es auch auf dem PC spielen. Wenn sie da Bock drauf haben würde. Wer ist denn er, ey? Der Schlachter oder was? Oh, er ist down. Hat er noch was fallen lassen? Gnash-Munition.
Die habe ich auch dabei. Erledigt! Okay. Die sind aber neu. Die habe ich, glaube ich, noch nicht gesehen. So Nahkampf-Tanks. Sie kommen aus dem Nest, doch! Okay. Granate ins Nest. Frank, raus! Nest zerstört! So, das Nest ist down. Ah, da krabbelt ja noch einer. Erstmal die Munition mitnehmen. Hab dich. Vernichtet! Okay, alle erledigt. Wartet mal. Leute, wir sind in einem Silo. Baird, wir haben eines der Silos gefunden. Aber es ist zerstört. Tja, da sind noch zwei. Eines funktioniert noch. Ich hoffe, du hast recht. Wir haben den Krieg schon einmal auf dieser Insel beendet. Mit dem Hammer-Satelliten schaffen wir das nochmal. Das ist der Plan, Kumpel. Zentrale Ende. Das ist aber, war doch im ersten Teil. Da haben sie doch die ganze Stadt dann mit dem Hammer der Morgenröte zerlegt. In Azura. Das war der erste Teil war es noch. Da kam der Hammer ja dann so richtig zum Einsatz mal, dass man den da klar machen musste. Im zweiten wurde eine Stadt durch den Wurm zerlegt. Aber da hat man dann den Hammer eher benutzt, um dann auch gegen die Locust zu kämpfen, gegen den großen Boss da und so. Ziemlich geil. Aber wir müssen hier lang weiter. Ich wollte mir nur weiter umsehen, ob es hier vielleicht noch irgendwo ein Sammelobjekt war oder sowas. Also, Säge raus. Wir müssen hier wieder sägen. Okay. Müssen wir schauen. Das erste Video wird, glaube ich, so hier um die 20, 25 Minuten schon mal von Anfang zeigen. Und dann geht es hier täglich normal weiter. Was ist diese Raketenbasis eigentlich? Finden wir es raus. Ihr geht nach rechts, Markus und ich nach links. Wir finden diese Silos. Klingt gut. Bleibt aber in Kontakt. Bist du dir sicher? Zwei Silos, zwei Wege. Hast du eine bessere Idee? Ist doch immer so. Immer die Teamaufteilung mit zwei Wegen. Okay, ich wäre gerne mit Kate gegangen. Warum darf sie mit Markus gehen und ich nicht? Doch doof. So. Okay, hier in die Klappe müssen wir. Das Silo herunterklettern. Ich bin im Moment bisher schon mal richtig begeistert, auch von der Optik her. Die Texturen sind doch mal nochmal richtig gut geworden. Die Sprecher sind gleich geblieben wie im vierten Teil. Ja, klar, im vierten Teil hatte Marcus Fenix dann diese neue Stimme bekommen, aber ich finde sie auch gar nicht so schlecht. Und hier im fünften jetzt haben sie alles übernommen und die Story kann eiskalt so schön weitergehen. Da drüben liegt eine... Das ist ein normaler Gnasher. Wie soll man denn den holen? Ach so, ja, mit dem Bot natürlich. Zielen und X. Hol mal das Ding. Das ist ein guter alter Retro-Lancer, den mag ich eigentlich ganz gern. Das ist für mich. Problem ist dann, dass ich keine Kettensäge mit dabei habe dann. Wenn wir wieder solche Wege wie hier haben, wie komme ich denn da durch? Kann ich auch hiermit dann durch? Weil den Retro-Lancern benutze ich eigentlich sehr gerne im Kampf. Ich behalte ihn jetzt auch einfach mal. Gut, Leute, wir machen in der nächsten Folge weiter. Dann gehen wir hier durch die Luke. Ich bin hier mit dem dabei. JD und den... Seinen Namen habe ich vergessen. Fällt mir wieder ein. Kommt alles wieder. Ist, wie gesagt, 3 Jahre her. Also, ich hoffe, ihr habt Bock hier. Gears of War auf meinem Kanal mit mir zu durchleben. Ich würde mich freuen. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr heute Spaß hattet. Der Einstieg war schon mal nicht so schlecht. Wir haben nochmal einen kleinen Rückblick gehabt. Und ab der nächsten Folge geht's dann hier mit der Kampagne knallhart weiter. Also, Dankeschön für eure Aufmerksamkeit, fürs Einschalten und bis zur nächsten Folge morgen. Ciao.